Und da ist er unterwegs. Da kriegen wir sogar wieder Klamotten zurück. Da kommt das Gold für die Geistertruppen. Da kommt unser Kaufmann. Außenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Ausgezeichnetes Feuer des Leuchtturms ist wieder entfacht und weist den Seefahrern den sicheren Weg zu unseren Häfen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr habt vielen Seefahrern den sicheren Tod erspart. Yay! Das Leuchtfeuer ist wieder entfacht. Welch edle Tat. Dies ist der zweite große Fehler, den ihr euch erlaubt habt. Und gleichzeitig wird es auch euer letzter sein. Wenn ich Porta Vestandia erst einmal erobert habe, gibt es für euch keine Entrinnen mehr. Muhahaha. Oh nein, ich fürchte, euer Heldenmut hat Admiral Munz herausgefordert. Scheinbar hat er ein Auge auf Porta Vestandia geworfen. Er nährt sich mit seinen Armeen und wird versuchen, unseren Grenzposten mit Gewalt zu nehmen. Ihr benötigt freies Geleit durch die Lande von Schiffsbaumeisters Fried Wildfried. Beeilt euch und findet einen Weg, in euch gewogen zu stimmen. Was Admiral Munz Port Vestrandia einnimmt, hält der Tandrin im Würgegriff. Ihr müsst eure Position unter allen Umständen halten und damit einen Gegenangriff Munz treiben, ein Ende zu setzen. Soeben erreichte mich eine Brieftaube mit einer Nachricht meiner Frau. Ich sah sie schon auf dem Grund des Meeres, doch sie lebt. Und jetzt, da der Leuchtturm wieder in Betrieb ist, kann sie endlich heimkommen. Ich möchte meine Frau mit einer großen Willkommensfeier überraschen. Wäre ihr so freundlich, mich bei der Vorbereitung zu unterstützen? Wir brauchen Bier und bessere Verpflegung für die Gäste und außerdem Blüten zur Entlohnung der Gaukler. Wenn ihr mir helft, erwäge ich euch freies Geleit zu gewähren. Ich habe den Leuchtturm repariert, dass seine Frau überhaupt heimkommen kann. Und jetzt willst du auch noch eine Party. Ah, gut. Das sollten wir eigentlich alles haben, also liefern wir es auch gleich mal. Stellt euch Admiral Munz. Schützt Porta Vestandia und kämpft gegen Admiral Munz. Ja, ich denke mal, Munzis Armee hier... Zum Glück habe ich Porta Vestrandia ziemlich gut befestigt. Also hat Porta Vestrandia alle Ressourcen geschickt, die sie brauchen, um sich zu verfestigen. So, jetzt wird eigentlich nur noch Gold für die Musketiere benötigt. Werden wir eigentlich schon fast alles hier drin haben.
Jetzt haben wir alles hier drin. Ach ne, Bier brauchen wir noch ein bisschen. Flop, flop. Ah, flop. Und da geht's los. Beim Stadtadmiral Mund den langen Weg zu nehmen, lassen wir ihn mal ruhig kämpfen. So, kommt das Zeug für den Schiffsbauer bald an? Muss ich mich gerade zugeben, ich habe nicht bei der Ahnung. Ja, da kommt's. Woher es kommt. Ja gut, wir können dann über das Territorium zu unserem Verbündeten marschieren und ihn dann unterstützen. Oh, und Munz stellt eine zweite Armee auf. Ah. Schlau von ihm. Da kommt das Zeug für den Schiffsbau. Ach, das ist nett zu wissen. Das habe ich auch ganz vergessen. Man kann wirklich das Gelände anklicken und sieht, ob es fruchtbar oder unfruchtbar ist. So, da kommt das Zeug mit den Schiffen. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Ich danke euch, dass ihr mir bei den Feierlichkeiten zur Seite gestanden habt. Meine Frau hat sich über eure kleine Willkommensfeier sehr gefreut. Als Zeichen unserer Dankbarkeit gewähren wir euch freies Geleit durch unser Territorium. Viel Glück. Okay, wir haben eine neue optionale Quest. Als Dank für eure Hilfe würde ich gerne zwei neue Schiffe für euch bauen. Vielleicht könnten Horatius und seine Freibeuter euch damit im Kampf gegen den Admiral unterstützen. Falls ihr Interesse habt, müsst ihr mir nur das Baumaterial zukommen lassen. Das ist auch kein Problem. Nö, absolut nicht. So, schicken wir mal all unsere Truppen in die Sektoren unseres Verbündeten. So, da ziehen unsere Verbündeten, unsere Armeen durch die Schiffswerft. Ja, er hat den Fernkampf- und Belagerungsexperten und er hat einen normalen General. So wie unser Verbündeter ebenso.
Okay, der legt sich mit den Truppen da oben an. An der Stelle würde er Verluste kriegen. Das ist gut. So, das Zeug, was ich für die Schiffswerft brauche. Ist das schon unterwegs? Oder habe ich noch gar nicht auf Liefern geklickt? Nein, ich habe schon angemacht. Sag bloß, das ist schon. Das ist tatsächlich schon unterwegs. Yeah. Okay, Admiral Munz lässt nichts anbrennen. Er hat noch so einen? Okay. Hilfe. So, Schiffe für die Freibeuter. Hat deine Quest erfüllt. Großartig. Ich werde mit dem Bau alsbald beginnen. Eure Schiffe werden euch in Kürze zur Verfügung stehen. Die Piratenbucht. Hey, neue Schiffe. Ich träume meinen Augen nicht. Neue Schiffe, wir danken euch. Nun können wir endlich wieder die Meere durchstreifen. Und übrigens, eure kleine Willkommensfeier für die Abenteurerin hat uns außerordentlich gut gefallen. Alles, was wir nun benötigen, um euch beim Kampf gegen den Admiral zu unterstützen, sind Ausrüstung und Nahrung für unsere Besatzung. Versorgt uns mit diesen Gütern und ihr werdet sehen, wozu Freibeuter fähig sind. Mhm. Das ist dann ein Quest hier drüben. Das ist eigentlich kein Problem. Ich habe mit mehr Waffen gerechnet. Unser Waffenschmied sollte die Waffen produzieren können. Oh, er hat die Armee nachgerüstet. Ha. Na, der eine Reiter wird leider nicht viel. Oh, eine Kanone kriegt er tot. Ja. Könnte die Armee direkt angreifen und schlagen, solange sie angeschlagen ist. Dann kommt er vielleicht nicht auf die Idee, sie wieder aufzustellen. Muss das nur schaffen, bevor die Armee ankommt.
Oh, er schickt sie. Die Armee erstmal da oben rein. Okay. Bei der Armee hat er jetzt wieder komplett aufgestellt. Was ärgerlich sein könnte.